Sandra Kerner und ihr Mann Tobias haben sich vor 15 Jahren ihren großen Traum erfüllt und ein Einfamilienhaus in Berlin-Steglitz gekauft. Seitdem lebt das Paar mit ihrem 12-jährigen Sohn Leon und der 14-jährigen Tochter Antonia glücklich in den eigenen vier Wänden. Vor kurzem haben sie einen Kredit in Höhe von 5.000 Euro aufgenommen, um sich eine neue Einbauküche und Geschirr zu kaufen. Doch die Freude über die Neuanschaffungen währt nicht lange. Schönen guten Tag, Herr. Mein Name ist Dresen von der Bauaufsicht. Was? Bauaufsicht? Ich muss dringend mit Ihnen über Ihr Haus hier reden. Ich habe da leider sehr schlechte Nachrichten für Sie. Wir haben vor 2 Wochen einen anonymen Hinweis erhalten, dass Ihr Haus hier illegal erbaut worden ist. Wer hat Ihnen den Scheiß erzählt? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber vom Amts wegen her bin ich verpflichtet, diesen Hinweis nachzugehen. Und wir haben tatsächlich im ganzen Archiv keine einzige Baugenehmigung gefunden, das praktisch rechtfertigt, dass Ihr Haus hier legal gebaut worden ist. Und für Sie besteht jetzt die Verpflichtung, innerhalb von 3 Monaten das Haus abreißen zu müssen. Was sollen wir? Ich verstehe, dass es für Sie ein Schock ist. Aber wir haben wirklich alles bei uns in der Behörde überprüft. Wir haben im Bauarchiv nachgeguckt. Es gibt keine Unterlagen darüber, dass das Haus hier legal gebaut worden ist. Ihr Haus ist illegal hier. Sie können nicht von uns erwarten, dass wir unser Haus hier abreißen. Wir haben bereits einen Eilbrief an Sie herausgeschickt. Ich bin halt einfach noch mal heute noch mal gekommen, um Ihnen das persönlich zu sagen, damit es Ihnen ein bisschen mehr Zeit gibt, sich über eine neue Unterkunft zu informieren. Und dass Sie also auch die Möglichkeit haben, sich ein vernünftiges Angebot für eine Abrissfirma zu holen. Jetzt hören Sie mal zu. Wir sind in dieses Haus vor 15 Jahren eingezogen. Wir haben das noch nicht mal selber gebaut. Das heißt, es muss eine Baugenehmigung geben. Das ist ein Irrtum, hundertprozentig. Ja, bloß wie gesagt, die Gesetze mache nicht ich. Ja, das macht der Gesetzgeber. Ansonsten kann hier jeder irgendwo ein Haus hinbauen, so wie er gerade lustig ist. Und das geht so einfach nicht. Herr Kahner, Frau Kahner, ich habe noch einen Termin. Ich muss mich leider verabschieden. Ja. Alles Gute. Haus finden Sie alleine. Ja. Wir können hier nicht ausziehen. Das ist unser Zuhause. Wir wohnen hier seit 15 Jahren. Wir sind hier glücklich. Wo sollen wir denn hin, wenn wir hier raus müssen? Also so weit will ich noch gar nicht denken. Ich meine, das Haus ist gebaut worden. Da muss es eine Baugenehmigung geben. Und wenn der Spinner von der Bauaufsicht in seinen Aktenschränken nicht richtig nach so einem Wisch gucken kann, das ist doch nicht unser Problem. Das Ganze muss ein Irrtum sein. Die Kerners wollen ihre Kinder nicht beunruhigen und haben ihnen den drohenden Verlust ihres Hauses verschwiegen. Wie angekündigt erhält das Paar am nächsten Morgen das Schreiben der Bauaufsicht mit der Forderung, das Haus abreißen zu lassen. Verzweifelt wollen sie sich Rat bei Anwältin Ariane Paulus holen. Doch auf dem Weg zu ihr treffen sie auf ihren ewig nörgelnden Nachbarn Werner Ahaus. Tobias kommt der Gedanke, dass er ihnen den ganzen Ärger eingebrockt hat. Hallo, Herr Sagen Sie mal, was soll das werden, wenn es fertig ist? Hören Sie sofort auf, unsere Hecke hier zu verunstalten. Naja, aber ich sag mal, die Hecke muss beschnitten werden. Das Gestrüpp muss doch mal hier begradigt werden. Das ist eine Schande für die ganze Straße. Was beschnitten werden muss, was gut oder schlecht aussieht, das ist mit Sicherheit nicht Ihr Auftrag und schon gar nicht bei unserer Hecke. Wir haben mit Sicherheit auch hier was mit dem Schreiben von der Bauaufsicht zu tun. Bauaufsicht? Was für ein Schreiben? Ein Schreiben von der Bauaufsicht, wegen illegalem Hausbau angeblich. Sie wollen es doch nur loswerden. Tobias, das weißt du doch überhaupt gar nicht. Jeder kann bei der Bauaufsicht anrufen, das wissen wir überhaupt nicht. Der Hinweis ging anonym ein. Ja, aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, weiß ich nicht. Außerdem haben wir jetzt einen Termin und Sie hören jetzt mal auf mit der Hecke hier. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Und bevor Sie weiter solchen Blödsinn erzählen, sollten Sie sich mal um Ihren Garten kümmern. Ich will Ihnen nur sagen, von Ihrem Kirschbaum, die Äste hängen immer noch über meinen Zaun. Oder soll ich die auch noch beschneiden? Also jetzt lassen Sie bloß noch die Finger von unserem Kirschbaum. Und eins kann ich Ihnen sagen, wenn wir wegen Ihnen unser Haus abreißen müssen, dann gnadigen Gott. Tobias, lass ihn jetzt in Ruhe. Komm, wir haben jetzt einen Termin. Ja? Lass ihn nach. Also, Vogel. Ich glaube, es langt, ne? Oh. Mann! Der Ahaus ist doch wirklich der beknackteste Nachbar, den man sich vorstellen kann. Wenn ich rausbekomme, dass der uns bei der Behörde angeschissen hat, dann wird er uns das bezahlen. Von so einem Stinkstiefel lassen wir uns doch nicht vertreiben. Tobias und Sandra haben 15 Jahre lang hart für die Raten des Hauskaufs gearbeitet und sich nur selten einen Urlaub gegönnt. Ihr geliebtes Zuhause zu verlieren, wäre das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Das Haus ist ihre Sicherheit und alles, was sie besitzen. Sie hoffen, dass Ariane Paulus ihnen helfen kann, diesen Albtraum zu beenden. Was ich sehr merkwürdig fand, was Sie am Telefon auch erläuterten, dass der Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde bei Ihnen schon vorab persönlich da war, um diese Abrissverfügung anzukündigen. Ich meine, das Haus steht ja immerhin seit den 60er Jahren, ne? Sagten Sie. Das ist doch merkwürdig, dass das jetzt erst kommt, oder? Ich bin mir sicher, dass das unser lieber Herr Nachbar, der Werner Ahaus, war. Der hat nämlich den ganzen Tag nichts Besseres zu tun. Und ich glaube, der hat uns bei der Baubehörde angeschissen, dass es illegal errichtet wurde.
Und warum sollte Ihr Nachbar das tun? Also gibt es da irgendwie einen Anlass für? Haben Sie Streit? Oder? Der ist der reinste Horrornachbar. Ja, aber ehrlich gesagt, woher sollte der denn eigentlich wissen, dass Ihr Haus keine Baugenehmigung hat? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das weiß ich auch nicht. Haben Sie denn eigentlich schon mal Ihre Baugenehmigung selbst schon mal gesehen? Beim Kaufvertrag wird die ja eigentlich mit vorgelegt und spätestens auch der Notar hätte danach fragen sollen. Also wir haben halt gestern Abend noch mal alle Unterlagen durchgesehen, aber eine Baugenehmigung war nicht dabei. Wen interessiert denn eine Baugenehmigung, wenn so ein Haus schon seit Jahrzehnten steht? Verstehen Sie, wir haben uns vor 15 Jahren in das Haus verliebt. Wir haben es gesehen, das ist unser Traumhaus. Seitdem nehme ich jede Busfahrerschicht mit. Jeden Sonntag, jeden Feiertag. Sandra geht zusätzlich arbeiten. Wir haben alles Geld, was wir haben, da reingesteckt. Wenn wir es jetzt abreißen müssen, ist alles weg, was wir haben. Tja, und rein haben wir noch einen Haufen Schulden, weil wir haben jetzt einen Kredit von 5.000 Euro für unsere Küche aufgenommen, die wir gerade neu haben einbauen lassen. Und ich habe mal recherchiert, diese Abrisskosten, das ist eine Höhe von 25.000 Euro. Sollen wir denn das Geld hernehmen? Da ist jetzt noch lange nichts verloren. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Widerspruch einlegen gegen diese Abrissverfügung. Das ist ja wohl klar. Ja, aber was soll denn das bringen? Der Mitarbeiter hat gesagt, wir sollen da innerhalb von 3 Monaten ausziehen. Da lohnt sich das doch gar nicht. Naja, Moment. Also erstmal hat so ein Widerspruch ja aufschiebende Wirkung. Was heißt das? Das bedeutet, dass solange über den noch nicht entschieden ist, darf erstmal nichts passieren. Es ist also noch sehr viel Zeit in petto. Und in der Zeit können wir natürlich auch noch nach der verlorenen Baugenehmigung suchen. Ja, aber was ist, wenn das Haus jetzt doch illegal schwarz errichtet wurde? Herr Kerner, das glaube ich nicht. Weil schauen Sie, Ihr Haus steht da ja nicht allein in weiter Flur. Ne? Also da gibt es andere Häuser in der Nachbarschaft, die sind ganz ähnlich gebaut und in der gleichen Flucht etc. etc. Das bedeutet also, das wäre doch der Bauaufsicht schon viel früher aufgefallen. Ich habe doch gesagt, du sollst nur anrufen, wenn es wirklich wichtig ist. Wie? Bitte lass niemand ins Haus hinein, ja? Wir kommen sofort, okay? Ja, bis gleich. Ist was passiert? Ja, meine Tochter hat angerufen, da sind Männer im Garten, die vermessen das Haus. Und tut mir wirklich leid, den Termin müssen wir dann jetzt... Ja, soll ich vielleicht gleich mitkommen? Ja. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Zeit das erlaubt. Ja gut, dann komme ich natürlich mit, klar. Es kommt doch immer wieder vor, dass das Bauaufsichtsamt vorschnell Abrissverfügungen erlässt. Deswegen ist es absolut sinnvoll, dagegen Widerspruch einzulegen. Und auch bei der Familie Kerner bin ich überzeugt davon, dass der Widerspruch von Erfolg gekrönt sein wird. Alarmiert durch den Hilferuf ihrer Tochter sind die Kerners mit Ariane Paulus nach Hause gefahren. Das Paar ist sich sicher, dass die Vermessung des Hauses etwas mit dem geforderten Abriss zu tun hat. Und tatsächlich stoßen sie in ihrem Garten auf Ralf Dresen. Die Unverfrorenheit des Bauaufsichtsmitarbeiters bringt das Paar zur Weißglut. Was zum Teufel machen Sie in unserem Garten? Wir lassen schon mal das Haus hier vermessen. Wir können doch hier nicht einfach eindringen und unsere Kinder so verschrecken. Was soll denn das? Das war ohne Absicht gewesen. Wir wollten hier schon mal das Haus vermessen. Übrigens, wenn ich kurz vorstellen darf, das ist der Herr Dennis Bode von der Abrissfirma Bode und Partner. Ja. Der wird Ihnen ein spitzenmäßiges Angebot machen für den Abriss Ihres Hauses. Sie hören hier mit dem Quatsch auf. Hey, was soll das denn? Können Sie mal wieder zurückgeben? Zurückgeben? Hier wird nichts vermessen und schon gar nicht abgerissen. Haben wir uns verstanden? Vielleicht darf ich mich an der Stelle mal kurz einmischen. Mein Name ist Paulus, ich bin Rechtsanwältin und ich vertrete hier meine Mandanten, die Kerners. Und ich würde Sie jetzt bitten, diese Vermessungstätigkeit sofort einzustellen und das Grundstück zu verlassen. Ansonsten bekommen Sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Ich will doch der Familie Kerner nur helfen, damit sie nicht so viel für ihren Abriss bezahlen müssen hier. Seit wann organisiert das Bauaufsichtsamt den Abriss hier? Das grenzt ja schon an Nötigung. Wissen Sie was, wenn Sie nicht sofort jetzt hier das Grundstück verlassen, dann gibt es eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Das sage ich Ihnen. Sie sollten mal gefälligst in Ihrem Archiv nach der Baugenehmigung suchen. Das habe ich bereits schon gemacht. Und diese Baugenehmigung ist definitiv nicht aufzufinden. Ihren Widerspruch können Sie sich sparen. Das zu beurteilen, das können Sie geflissentlich mir überlassen. Ja, also ich würde mal sagen, Sie verlassen jetzt das Grundstück. Ansonsten, ne, wissen Sie ja Bescheid. Sie haben ab sofort Hausverbot. Herr Bode, kommen Sie. Wir gehen dann. Hey. Boah, dieser Dresen, der hat mir echt einen riesen Schrecken eingejagt, ja? Ich habe schon den Abrissbagger vor unserem Haus stehen sehen und ich hoffe, dass dieser Spuk endlich ein Ende hat und die Anwältin die Baugenehmigung für unser Haus findet. Ariane Paulus will sofort Widerspruch gegen den Abriss einlegen. Tobias und Sandra müssen ihren Kindern nun schweren Herzens erklären, dass sie bald ihr Zuhause verlieren könnten. Papa und Mama, wir haben die Männer im Garten gesehen und haben gehört, was die gesagt haben. Wollen die wirklich unser Haus abreißen? Schätzelein. Im Moment ist das Stand der Dinge, ja. Im Moment sieht's so aus. Wieso wollen die Männer denn unser Haus abreißen? Gefällt denen das denn nicht? Hör mal, Junge. Um bauen zu dürfen, braucht man von der Bauaufsicht eine Baugenehmigung.
Und der Typ vom Bauamt meint jetzt, dass es für dieses Haus keine gibt. Und deshalb sollen wir es abreißen. Das ist doch voll ungerecht. Die können doch nicht einfach unser Haus abreißen. Wo sollen wir denn dann hin? Macht euch mal keine Sorgen. Hm? Die Frau, mit der wir uns im Garten unterhalten haben, das ist unsere Anwältin. Und die wird dafür sorgen, dass wir bleiben können. Ja? Und wie will sie das machen? Na guck mal, jedes Haus braucht eine Baugenehmigung. Und diese Baugenehmigung für unser Haus, die muss irgendwo auf der Baubehörde sein. Und unsere Anwältin, die wird das schon regeln, die wird das finden. Ihr beide habt doch bestimmt noch Hausaufgaben, oder? Mhm. Komm auf. Dieser bescheuerte Dresen hat mit seiner bescheuerten Aktion die Kinder total aufgeschreckt. Ich weiß und ich hoffe, dass sie bald mal wieder runterkommen und sich berühren. Das glaube ich nicht, weil die beiden hängen genauso an dem Haus wie wir. Ja, es ist doch klar, Mann. Sie sind hier aufgewachsen, es ist hier zu Hause. Sie verbinden hier ganz viele Erinnerungen, Geburtstage, Familienfeiern, alles. Ja, wir waren hier immer glücklich. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass wir das hier wirklich alles wegschmeißen. Das, was wir uns in 15 Jahren hier mühevoll aufgebaut haben. Und ehrlich gesagt habe ich Schiss, dass wir echt in 3 Monaten auf der Straße sitzen. Na komm. Du, ich mache mir ja auch Sorgen. Aber irgendwie glaube ich, dass wir unser Haus hier irgendwie retten können. Wir müssen kämpfen. Wir dürfen jetzt noch nicht aufgeben. Ehrlich gesagt geht mir der Arsch ziemlich auf Grundeis. Weil wenn die Anwältin die Baugenehmigung nicht findet, dann sind wir geliefert. Auf der anderen Seite gebe ich auch so leicht nicht auf. Dieser Baufuzzi, der muss mich ja schon raustragen, bevor uns die Hütte unterm Hintern wegreißt. Der Abriss ihres geliebten Hauses würde das Ehepaar Kerner in den finanziellen Ruin stürzen. Doch sie vertrauen darauf, dass ihre Anwältin Ariane Paulus alles in ihrer Macht Stehende tut, um sie davor zu bewahren. Die Baugenehmigung des Hauses scheint allerdings wie vom Erdboden verschluckt. Doch die Juristin hat eine andere Lösung für das Paar. Haben Sie den Bauantrag gefunden? Leider nein, Frau Kerner. Ich habe hier ein Schreiben von der Bauaufsicht bekommen, von Herrn Dresen. Leider gibt es da nicht so gute Nachrichten. Man hat die Baugenehmigung immer noch nicht gefunden. Und noch viel schlimmer. Er geht davon aus, dass das Objekt illegal errichtet wurde. Was haben Sie denn? Haben Sie irgendwas im Grundbuchamt gefunden? Ja, natürlich ist das Haus im Grundbuch eingetragen, keine Frage. Das ist 67 erbaut worden, hat zweimal den Eigentümer gewechselt, bis Sie und Ihr Mann das vor 15 Jahren dann immerhin für 200.000 Euro gekauft haben. Ja, ich meine, das ist doch alles in Ordnung, wenn es eingetragen ist. Dann kann es doch gar nicht illegal erbaut worden sein. Frau Kerner, das ist leider eine weit verbreitete Fehlansicht. Das Grundbuchamt prüft nur die Eigentumsverhältnisse, aber nicht, ob ein Gebäude illegal oder legal errichtet wurde. Was ich vorschlagen würde, dass Sie jetzt nachträglich einen Antrag auf eine Genehmigung stellen, um so das Bauvorhaben nachträglich genehmigen zu lassen. Und ich sehe da eigentlich auch kein Problem drin, dass Sie das bekommen. Wieso denken Sie das? Na schauen Sie, das Haus steht ja nicht im Nirgendwo. Ne? Also gibt es mehrere Häuser und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Siedlung dort ohne Baugenehmigung errichtet wurde. Na gut, dann würde ich sagen, werde ich mit meinem Mann halt diesen Antrag stellen und das wäre halt schön, wenn Sie uns unterstützen würden, damit wir keine Fehler machen. Ja. Klar. Ich würde vorschlagen, ich komme morgen zu Ihnen, so gegen 16 Uhr. Passt das? Passt super. Wunderbar. Und dann bringe ich die Antragsformulare mit und wir schauen, was wir einfach noch für Unterlagen brauchen. Ja, das lasse ich bei Ihnen. Mhm. Ja. Dann okay, wir sehen uns morgen. Bedanke ich mich erstmal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja? Für Sie auch. Bis morgen dann. Tschüss. Ja, das Schreiben von der Bauaufsicht ist natürlich ein herber Rückschlag für Familie Kerner, aber noch lange kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Ich werde mich jetzt erstmal mit dem Nachbarn von Familie Kerner, mit Herrn Ahaus, unterhalten. Vielleicht weiß er ja, welche Baufirma damals die Häuser errichtet hat. Und dann komme ich eben so zu der Baugenehmigung, die noch fehlt. Ariane Paulus hat von Tobias und Tanjas Nachbarn Werner Ahaus erfahren, dass er eine Baugenehmigung für sein Haus besitzt. Weil beide Häuser von derselben Baufirma gebaut wurden, vereinbart die Juristin sofort einen Termin mit der Sekretärin des Unternehmens. Sie hofft so, die verschollene Genehmigung der Kerners zu finden. Guten Tag, Paulus mein Name, Rechtsanwältin. Wir hatten vorhin miteinander telefoniert. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie hatten am Telefon von einem Haus aus den 60er Jahren gesprochen. Das ist richtig. Das geht um meine Mandanten. Die haben ein Haus so vor 15 Jahren gekauft. Und das soll wohl von ihrer Firma errichtet worden sein. Es geht dabei um ein Einfamilienhaus. Ja, das stimmt. Also meine Firma hat sich zur damaligen Zeit auf den Bau von Einfamilienhäusern spezialisiert. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihnen da weiterhelfen kann. Nun, es ist so, dass meine Mandanten haben Probleme mit der Bauaufsicht. Das Haus ist wohl angeblich ohne Baugenehmigung errichtet worden, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und ich hatte gehofft, dass ich bei Ihnen vielleicht, dass Sie noch
über Bauunterlagen verfügen, wo auch sich gegebenenfalls eine Kopie der Baugenehmigung finden lässt. Ja, nee, leider nicht. Weil zur damaligen Zeit war es so, dass viele Baufirmen, also ziemlich alle Baufirmen, einfach so gebaut haben, ohne die Bauherren nach einer Genehmigung zu fragen. Insofern kann ich Ihnen da echt nicht weiterhelfen. Sie meinen, dass es tatsächlich sein kann, dass meine Mandanten ein Haus gekauft haben, welches ohne Genehmigung errichtet wurde? Theoretisch schon, aber wenn damals viele Einfamilienhäuser gebaut worden sind, dann wäre es der Bauaufsicht sicherlich schon viel früher aufgefallen, wenn dort ein oder mehrere Einfamilienhäuser gar keine Baugenehmigung haben. Verstehe. Insofern, ich kann Ihnen da echt nicht weiterhelfen, es tut mir leid. Ja, das macht auch nichts, Sie haben mir trotzdem sehr geholfen. Vielen Dank erstmal. Ne? Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal mit den Nachbarn meiner Mandanten Kerner unterhalten. Ja, und wenn die eine Baugenehmigung finden, dann wird sich doch auch für die Kerners eine Baugenehmigung finden lassen. Tobias und Tanja sind dem Rat ihrer Anwältin Ariane Paulus gefolgt und haben tags darauf einen Antrag auf eine nachträgliche Baugenehmigung gestellt. Wieder zu Hause angekommen, erhalten sie merkwürdigen Besuch von einem Immobilienmakler namens Andreas Feldmann. Einen wunderschönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Andreas Feldmann, mein Name. Sie sind sicherlich die Frau Kerner. Das ist richtig. Wie kann ich Ihnen helfen? Also zuallererst einmal möchte ich Sie beglückwünschen zu diesem wunderschönen Haus mit diesem fantastischen Grundstück und diesem atemberaubenden Garten. Einfach großartig. Ja, vielen Dank für die Blumen. Und das ist bestimmt nicht der Grund, warum Sie geklingelt haben. Ich sehe schon, man kann Ihnen nichts vormachen. Ich bin Makler und wollte einfach mal ganz frech fragen, ob Sie schon mal daran gedacht haben, das alles zu verkaufen. Wie kommen Sie denn auf die bekloppte Idee? Nee. Es ist einfach, als Makler laufe ich durch die Straßen und gucke mir verschiedene Viertel an, Objekte. Und wenn ich dann so ein Prachtexemplar sehe, dann überkommt es mich einfach. Dann muss ich einfach klingeln. Also seien Sie mir nicht böse. Ich bin Ihnen nicht böse, aber nein, dieses Objekt steht nicht zum Verkauf. Und ehrlich gesagt habe ich sowas auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie oft Sie die Masche mit den Leuten abziehen. Ich meine, es ist ja einfach nur, in dieser Region hier wird momentan relativ viel verkauft und zu wirklich guten Preisen. Also Sie sollten sich das noch mal über... Schön, dass du da bist. Hi, Tag. Das ist Herr Feldmann. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Feldmann. Hallo, Herr Feldmann. Guten Tag. Er möchte gerne unser Haus kaufen. Was will der? Ja, ich bin unser Haus steht nicht zum Verkauf. Das habe ich ihm auch schon gesagt, aber er lässt sich nicht abwenden. Ich dachte nur, vielleicht können Sie sich das doch noch mal überlegen, weil ich bin mir ganz sicher, dass wir hier einen wirklich guten Preis erzielen können. Ja, aber Sie hat es doch schon gesagt, wir wollen nicht verkaufen. Vielleicht nehmen Sie doch meine Karte. Dann können Sie sich das noch mal überlegen und mich dann kontaktieren, falls Sie sich doch noch mal anders... Hören Sie mal zu, wir brauchen Ihre Karte nicht. Und jetzt hauen Sie bitte ab, ja? Verlassen Sie das Grundstück und lassen Sie sich bitte nicht noch mal blicken, sonst vergesse ich mich, okay? Tut mir leid, ich wollte Sie nicht weiter belästigen. Darf ich Ihnen die noch... Ja, klar. Also, Dankeschön. Aber trotzdem vielen Dank erstmal. Frau Kerner, schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Dankeschön. Tschüss. Ich habe die Karte echt nur genommen, damit wir diesen Immobilienfuzzi hier loswerden und uns, dass der uns nicht weiter auf die Nerven geht. Ich kämpfe doch hier nicht mit meiner Familie zusammen um ein Haus, was ich später verkaufen will. Wir wollen hier alt werden und das werden wir auch. Tschö. Tobias will von einem Hausverkauf nichts wissen. Er glaubt, dass sie bald eine nachträgliche Baugenehmigung bekommen und ihr Haus somit gerettet wird. Um sich von dem ganzen Ärger abzulenken, genießt die Familie die Idylle in ihrem Garten. Doch Nachbar Werner Ahaus ist wieder einmal auf Krawall gebürstet. Ist ja wunderbar, dass jetzt mal Ruhe ist. Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Nee, warum sollte ich das? Es ist 2:30. Bis 3 Uhr ist Mittagsruhe. Sie können doch nicht Ihren Rasen mähen, wann Sie ja wollen. Ich wäre beinahe von meiner Liege gefallen. Oh, was kann ich dafür, wenn Sie auf Ihrer Liege im Garten ein Nickerchen machen? Nehmen Sie einen Gurt und schnallen sich fest. Dann fallen Sie auch nicht runter. Nun werden Sie mal nicht frech. Sonst komme ich Ihnen noch mal ganz, ganz nah. Was ist denn nun schon wieder los? Werner, musst du dich denn immer streiten? Es liegt doch nicht an mir. Komm, erzähl nicht. Komm lieber mit und hilf mir mal ein bisschen im Haushalt. Und eins sage ich Ihnen. Ich bin froh. Wenn Sie dieses Haus abreißen müssen und hier weg sind, dann kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Sicher, sicher. Ja, helfen wir dabei. Ja, das ist total wahr sein. Was hat er da eben gesagt? Träumen Sie mal schön weiter. Wir werden unser Haus niemals abreißen. Ah ja. Wie kann er denn sowas sagen? Ach, Mausi, lass dich von so einem Affen doch nicht beeindrucken.
Was sagst du so einfach? Hallo, wir haben hier 15 Jahre Arbeit reingesteckt. Wir können das doch nicht den Erdboden hier gleich machen. Hier wird nichts platt gemacht. Hier wird kein Haus abgerissen und verkauft wird das auch nicht. Egal, was kommt. Komm, Mama. Ich bin Fußball. Alles klar. Spielst du mit? Wird schon. Ah. Ja, ja, okay. Na los, schieß. Ich bin froh, dass Leon und Antonia so cool bleiben. Ohne die beiden und deren Energie würde ich das überhaupt nicht aushalten.